Hallo Gartenbau-Freunde! Heute reden wir über dieses nette Pflänzchen. Ich hab das mit Sicherheit erkannt. Hey Dude, wir hatten die Pflanze schon letztes Jahr Weihnachten. Okay. Du erinnerst dich? Ich hab's gewusst. Ja, das war natürlich alles Show. Ich habe natürlich gewusst, dass wir den Weihnachtsstern schon letztes Jahr hatten und so. Deswegen reden wir heute ja auch über dieses nette Pflänzelchen. Und vielleicht erkennt der ein oder andere die Pflanze. Es ist die Heuchera, zu Deutsch Purpurglöckchen. Und das ist eine Staude und die stelle ich euch heute vor. Da gibt es relativ viele Fakten und lasst uns einfach loslegen. Ähnlich wie bei Pfingstrosen und Hostas wird auch in den USA intensiv an Heuchera gezüchtet und es kommen etliche Sorten jedes Jahr auf den Markt. Die meisten davon sind unrelevant, irrelevant und ja, verschwinden dann nach einer Zeit wieder und manche sind gut und die etablieren sich dann eben. Ja, da gibt es einfach so ein paar Freaks da drüben, habe ich das Gefühl. Große Beliebtheit erlangte die Heuchera durch das Herbstzauber-Sortiment von Kinzler. Ja, das Herbstzaubersortiment von Kinzler ist ein zusammengestelltes Sortiment an Pflanzen, die im Herbst attraktiv sind. Zum einen nochmal blühen und zum anderen wirklich gute Blattschmuckwirkungen liefern. Und da hat sich eben Kinzler so Gedanken gemacht, was ich denn im Herbst noch schön finde und hat da so eine Zusammenstellung gemacht, die auch gemeinsam gekauft werden kann und gemeinsam getopft und so und dann auch gemeinsam in den Kübel kommen kann. Wer sich für Herbstzauber interessiert, ich packe das auf jeden Fall in die Videobeschreibung da unten. Da. Die Heuchera ist eine Blattschmuckstaude. Die Blüte ist zwar namensgebend, hat jedoch keine Bedeutung. Ja, die Pflanze überzeugt einfach durch den Wuchs und das Laub und da ist eben die Blüte einfach zweitrangig. Und als Blattschmuckstaude liefert sie eben auch im Winter und Herbst solche Bilder, die ich jetzt einblende. Ja, wenn einfach reif sich um dieses schöne Laub bildet, ja, das wirkt dann wirklich sensationell und das sind einfach Bilder zum Träumen, würde ich sagen. Ihr habt sie ja schon kurz gesehen, aber möchtet mit Sicherheit mehr davon sehen und ich habe da natürlich einen Clip erstellt, den ich euch jetzt zeige. Clip ab! Die Heuchera wächst horstartig und macht am Boden eine Halbkugel bzw. eine Matte. Hier sieht man jetzt die filigrane Blüte. Die Heuchera bildet die Blüten in feinen, filigranen Rispen. Die Blüte ist jetzt hier weißlich, kann aber auch deutlich intensiver gefärbt sein. Das Blatt sieht man jetzt hier. Das kann entweder einen glatten Blattrand haben oder einen gezahnten Blattrand. Es gibt sehr viele Sorten von den Heuchera und so kann das auch unterschiedlich sein. Der Trend der Sorten geht im Moment zu abgespaceden Blatträndern, sehr gezähnten Blatträndern, die da so ähnlich ausschauen wie so ein Salatkopf. Und die sieht man jetzt hier. Wichtiger Fakt auch zu den Heuchera ist, dass gerade diese buntlaubigen Sorten an einem zu dunklen Standort vergrünen und sich diese Blattfärbung einfach dann mit der Zeit verliert. Das ist dann eigentlich auch schon so ziemlich die beste Überleitung. Was braucht denn die Pflanze wie ein Standort? Und zwar sollte der Standort am besten sonnig hell sein. Und die Pflanze hat keinen großartigen Anspruch an Luftfeuchtigkeit oder Windgeschütztheit. Das ist ihr relativ egal. Und deswegen kann die Pflanze auch optimalerweise in ein Pflanzenbeet rein. Ja, die Heuchera ist eben eine typische Beetstaude und sollte am besten in ein Beet rein. Zack! Und in einem guten Beet ist der Boden eben auch gut. Das heißt, er ist locker, er ist frisch, nicht zu feucht, nicht zu trocken. Er hat keine großartigen Steine drin. Er ist nährstoffreich, humus und bietet der Pflanze ein Zuhause. Warum? Jetzt gibt es bei den Heuchera noch Spezialsorten, gerade so gelbgrüne Sorten und bei denen wird wirklich empfohlen, sie in den Halbschatten zu pflanzen. Jedoch gilt es nur für diese gelbgrünen, weil alle anderen, wie schon gesagt, wirklich vergrünen und ja, die gelbgrünen, die würden in der Sonne eher verbrennen und da muss man so einen Kompromiss finden. Nach wie vor eine der besten Sorten ist Palace Purple. Das ist so eine niederlaubige und die hat sich über Jahre jetzt schon bewährt als langlebig und vital. Wenn man jetzt die Pflanze, die Heuchera, in ein Beet pflanzt, dann sind gute Partner Hostas, niedrige Gräser, Hemerocallis, die Taglilien
oder Bergenien. Am besten kombiniert man die Heucherer mit anderen Blattschmuckstauden. Das Laub der Heucherer ist wintergrün, das heißt, es ist auch im Winter schön. Und deswegen schneidet man die Heucherer erst ausgangs des Winters im zeitigen Frühjahr zurück. Oder wenn man das nicht will, dann putzt man den Horst einfach nur schön aus. Das war es auch schon wieder vom Video. Langes Video ist lang. Danke fürs Zuschauen. Die kleine Zusammenfassung. Ja, Heucherer, schöne Blattschmuckstaude. Jetzt im Herbst auch attraktiv. Und wenn mal der Raureif kommt, dann wird sie nochmal besser und nochmal schöner. Und dann können wir unsere bezaubernden Bilder machen. Nochmal danke fürs Zuschauen. Wie immer sind hier die letzten beiden Videos. Da könnt ihr draufklicken und kommt zu dem jeweiligen Video. Und das könnt ihr dann auch noch anschauen. Gerne könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Nicht auf die Poinsette hier klicken, eher auf das hier klicken. Und dann bleibt ihr am Ball und seht, wenn ein neues Video kommt. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Und wir sehen uns nächste Woche. Und tschaußen.